Klasse aus. Nach Hause? Nach Hause. Fehlercode ER18. Drücken Sie die Taste Telefon. Prüfen Sie, ob ein Fehlton zu hören ist. Falls nicht, wiederholen Sie die Schritte 1 bis 10. Ja, einiges zu tun, wa? Lass mal sehen hier. Ach, Gregor, lass doch. Das kann doch warten. Jetzt komm doch erst mal an. Das Wichtigste ist doch, dass du wieder hier bist. Ja. Tag, Papa. Na, mein Sportsfreund. Habe viel gute Sachen von dir gehört. Sag mal, richtige Muckis, also Mensch. Haben wir fein hingekriegt, wa? Timo hat heute Abend ein Squash-Turnier. Du bist nicht böse, oder? Na, wenn wichtig ist. Wir sehen uns ja jetzt öfter. Ich mache uns erstmal einen Kaffee. Mein Telefon selber abgemeldet? Das ist in Ihrem Computer drin? Das gibt's doch nicht. Also bitte, ich bin berufstätig, ich brauche mein Telefon. Ich gehe jetzt eine halbe Stunde spazieren und wenn ich wieder da bin, dann möchte ich telefonieren dürfen. Was heißt das? Es tut Ihnen leid. Mir tut es auch leid. Auf Wiederhören, vielen Dank. Bella, relax, du hast 3 Tage frei. Was ist denn los? 14 Tage dauert es, bis ich mein Telefon wieder habe. Die haben doch ein Rad ab. Vielen Dank fürs Telefonieren. Vielen Dank, Frau Merz. Ich lass dich jetzt nie mehr los. Nie mehr. Gregor, wir müssen ganz ehrlich miteinander sein, ja? Ich will auch, dass du alles weißt. Als ich so die Jahre gezählt habe, da habe ich einmal gedacht, ich schaff's nicht. Und dann habe ich ganz fest geträumt, dass ich in deinem Arm liege und du mich festhältst. Da war die Angst vorbei. Ohne dich hätte ich das auch nicht durchgehalten. Ohne Timo. Ich habe meinen Vater nie gekannt. Und plötzlich geht es meinem Sohn genauso. Aber das werde ich alles gut machen. Wirst du sehen. Wir haben Zeit. Wir haben jetzt für alles Zeit. Hoppe. Kleinen Moment, bitte.
Ja, Hoppe. Ja. Ja. Wo? Ja, ich komm. Ja. Wer war denn das? Usch. Nee, so wichtig, den kennst du nicht. Den kennst du nicht. Kennst du nicht. Ich schlaf weiter. Wohin denn? Ich bin bald wieder da. So sieht man sich wieder. Wir hatten eine Abmachung, Hoppe. Ist lange her, aber ich hab's nicht vergessen. Ich war in Nizza. Ich habe 2 Tage auf dich gewartet. Du hast mich reingelegt. Du weißt ja genau, ich konnte nicht kommen. Ich war angeschossen, Mann. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das hat mich eine Menge gekostet, Hoppe. Nicht nur 11 Jahre. Du gehst mir nicht normal durch die Lappen. Einmal Bulle, immer Bulle. Weißt du was, ich hab die Kohle gar nicht, ich hab sie nie gehabt. Du hast 16 Millionen. Und die gehen wir jetzt holen. Du verarschst mich nicht nochmal, du nicht. Dein Autoschlüssel ist runtergefallen. Wenn ich ganz still sitze, mich nicht bewege, den Atem anhalte, so gut es geht, mich nicht bewege, wird sich das Glück eine winzige Sekunde später in nichts auflösen. Schön. Hochzeitslied. Und ob wir wohnen werden in einem Haus aus Schnee, wird mich nicht kälter machen. Das Herz. Bernstein. Bella! Ach, Bernstein, was ist denn? Ist dein Telefon kaputt? Ja. Bei dir ist dauernd besetzt. Du, ich hab frei. Wissen, hab Mitessen, ich lese dir was vor. Wir haben einen Toten im Hafen. Schönen Gruß von Kohlhaus. Solange Eckhardt im Urlaub ist, sind alle freien Tage gestrichen. Bella, ich kann doch auch nichts dafür, dass Urlaubszeit ist. Was soll ich denn Kohlhaus sagen? Kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Schönen Gruß. Komm jetzt. Bitte. Größere Wunde am Arm und der Schulter. Das war die Baggerschaufel. Sieht ja wirklich widerlich aus. Kommt der Chef. Hallo, Bella. Tag, Klaus. Na, das ging ja echt schnell.
Im Augenblick lässt sich nichts Genaueres sagen. Nur die Bergungsverletzungen sind klar. Der Mann heißt Peter Grabowski, den haben wir gefunden. Wie heißt er? Zeig mal her. Was ist? Kennen Sie den? Was soll das, Kuhlmann? Entschuldigung, 18 Uhr. Warte doch mal! Bella! Du hast den Grabowski doch gekannt, oder? Warum hast du das Kuhlmann nicht gesagt? Warum hat der Himmel Wolken? Warum stellt er so blöde Fragen? Ach komm, Bella, das war doch eine ganz normale Frage. Was geht es Ihnen an, ob ich ihn kenne oder nicht? Also, ich gehe jetzt arbeiten. Peter Grabowski. Mit I am Ende. Habt ihr den im Register? Ja? Immer her damit. Mittelweg 138 bei Hinrichsen. Okay, danke. Jetzt wird's aber interessant. Unser Toter war nämlich Polizist. Ach. LKA, Rauberpressung und Geiselnahme. 1985 vorübergehend suspendiert. 1986 hat er den Dienst quittiert. Danach haben wir nichts mehr. Sag mal, den muss sie doch gekannt haben. Ich hab das doch gesehen. Ich will, dass die Pressemitteilung vorbereitet wird. Ach, Lennart, Sie können Kuhlmann dabei helfen, nicht? Zeugen gesucht, naja, das Übliche. Chef, ich hab hier was. Unser Toter war Polizist. Ich hab die Adresse. Mittelweg 138. Ich gehe in die Kantine. Nimm bitte eine von den Kisten mit. Wir treffen uns dann auf dem Parkplatz. Warum hat die denn so schlechte Laune? Warum hat der Himmel Wolken? Hat der Herr Grabowski denn mal Besuch? Nein, er ist wieder weggegangen. Und wo ist er hingegangen? Wer hat denn das bezahlt? Oktober. Lieber Papa, heute sind wir mit einem großen Schiff gefahren. Hier sind ganz viele Kinder und Lucia war auch da. Schreibst du mir auch bald deine Tanja? Also 92 Rio. Frohe Weihnachten 1995. Bella. Also, Grabowski hat seit 2 Jahren hier gelebt. Miete 350 Mark vom Sozialamt. Einmal in der Woche Wäsche in die Wäscherei gebracht, kein Besuch, kaum telefoniert, viel ferngesehen. Fast jeden Abend in der Kneipe, die muss hier irgendwo in der Gegend sein. Sie meinte, er hat ziemlich viel getrunken. Zum nächsten Ersten hat er gekündigt, aber wo er hin wollte, weiß ich nicht. Tja, trostlos. Ein Foto, eine alte Postkarte, da ist ein Mensch verloren gegangen. Habt ihr beiden mal zusammengearbeitet? Nein, ich wollte ihn mal für meine Abteilung haben, aber da war es schon zu spät. Wegen der Suspendierung? Was hat er dann angestellt? Nichts. Sag Kuhlmann bitte, er möchte sich um die Kneipe kümmern. Sie mal ansehen.
Er ist lebend ins Wasser gekommen. Todesursache ist ein Ertrinken. Der Wassertemperatur zufolge war er nicht länger als 8 Stunden im Wasser. Es fanden sich einige Verletzungen als Folgen stumpfer äußerer Gewalteinwirkung. Hämatom an der Kopfschwarte oberhalb der Hutkrempenlinie, Hautquetschung und Brüche des 2. und 3. Fingers der rechten Hand, ich nehme an durch einen Tritt, Jochbeinbruch links, eine nicht unterblutete Verletzung am rechten Arm und der Schulter, das ist eine eindeutige Bergungsverletzung durch den Bagger. Außerdem Jochbeinbruch, der auch durch einen Sturz verursacht sein könnte, ist der Rest eindeutig Gewalt von fremder Hand. Der hatte übrigens eine Fettleber, vermutlich war er Alkoholiker. Ach, da sind Sie ja. Ich habe nicht viel Zeit. Sie wissen ja, 2 Wochen Lanzarote mit den Warum Kindern. Warum soll die Pressemitteilung nicht raus? Sie sehen ein bisschen blass aus. Geht's Ihnen nicht gut? Es geht. Na gut, da will ich nicht lange drum rumreden. Wenn die Presse erfährt, dass Grabowski tot ist, dann stehen hier bald eine Menge unnützer Journalisten rum. Was heißt das? Ja, ganz einfach. Keine Presseerklärung. Ich will nicht, dass Sie wieder anfangen, in dieser alten Untersuchung gegen Grabowski rumzuwühlen. Ich denke, die Polizei hat sich nichts vorzuwerfen. Frau Block. Ich weiß, dass Sie Grabowski sehr gemocht haben. Und deshalb möchte ich Sie bitten, Ihre persönlichen Gefühle so weit wie möglich da rauszuhalten. Wir hatten kein Verhältnis. Das meine ich nicht. Für mich war er unschuldig und das wissen Sie. Frau Block, er hat den Entführer laufen lassen, weil er ihm Geld dafür gegeben hat. Da bin ich mir heute noch so sicher, wie vor 12 Jahren. Ich konnte es ihm nur nicht beweisen. Sie meinen wohl, unser ganzer Verein hat nicht so gut dagestanden, nicht? Er war doch der willkommene Sündenbock. Und da konnte man herrlich zusehen, wie er untergeht. Was soll denn das, Frau Block? Vergessen Sie doch diese Sündenbock-Theorie und diese die Polizei nicht so gut ausgesehen, Quatsch. Ich kann Sie nur warnen. Grabowski war ein sturer Hund. Ein Mann mit 2 Gesichtern. Und er war letztendlich selber daran schuld, dass alles so gekommen ist. Selber schuld. Erst nimmt er ihn monatelang in die Mangel. Seine Ehe geht kaputt, er fängt an zu saufen und am Schluss bleibt nichts mehr übrig von den ganzen Vorwürfen. Und da reden Sie immer noch weiter von selber schuld. Für sein Privatleben ist jeder selbst verantwortlich. Und Job ist Job. Das gilt für uns alle hier. Und bei aller Freundschaft, das gilt auch für Sie, Frau Block. Aber weiter ermitteln darf ich schon. Was soll ich denn ohne Sie machen? Natürlich ermitteln Sie weiter. Gibt's auf Lanzarote eine deutsche Zeitung? Wie bitte? In Urlaub. Was wollte der Alte denn? Er will, dass wir keine unnützen Journalisten in den Flur lassen. Kommt nie in Frage. Hallo Heiner, sag mal, habt ihr die Pressemitteilung für die Grabowski-Sache schon da? Ja, die kann raus. Nein, ich habe gerade mit ihm gesprochen. Ja, an alle. Tschüss. Nein, Wolken bilden sich erst bei 99% relativer Luftfeuchtigkeit. Aber wenn nun Tropfen vom Himmel fallen, dann nennt man das doch Regen, richtig? Ja. Bist du? Unser Herr Praktikant. Guck, der ist für dich, bitteschön. Oh. Und der hier ist für den Chef. Niedlich. Ich hab hier die Fotos. Ich war in der Kneipe. Dieser Grabowski scheint ein ganz schöner Schluckspeck gewesen zu sein. Der hat in der Woche bis zu 200 Mark da gelassen. Ich will ja mal nicht wissen, wovon er das bezahlt hat. Von der Stütze her wohl kaum. Scheint also ein ganz schön windiger Bursche gewesen zu sein. Hier, Kuhlmann, sehen Sie sich die Fotos mal an. Dieser Mann war mal Jahrgangsbester seiner Abschlussklasse. Und er war der jüngste Kommissar im LKA und ein hervorragender Polizist. Und ich möchte jetzt von Ihnen keine Sprüche hören, nur weil er ein paar Mäuse mehr in der Kneipe gelassen hat. Es handelt sich um einen Mordfall, Kuhlmann. Und der ist komplizierter, als Sie ihn sich vielleicht träumen lassen. Der Mann war ein Säufer, oder? Na und? Was wollen Sie damit sagen? Ich bin im Archiv, wenn ihr was von mir wollt. Hat die eigentlich einen Heiligenschein? Grabowski war ein Freund von ihr. Was?
Das könnte man mir doch auch mal sagen, oder? Sie kriegen auch durch mich keinen Einblick in die Untersuchungsakten. Sie gehen nächste Woche in Pension. Und Sie sind hier. Sie sind gut informiert. Hübsches Foto. Chef der Sonderkommission. Sie haben sich überhaupt nicht verändert. Sie wissen, dass ich immer zu den Verteidigern Grabowskis gehört habe. Aber trotzdem würde ich gerne ein paar Sachen wissen. 10 Minuten? Ich weiß, dass Sie hartnäckig sind, also fragt Sie. Was hat Grabowski in Frankreich falsch gemacht? Ja, wenn wir das so genau wüssten. Fest steht, ich habe ihn hingeschickt, damit er zusammen mit den französischen Kollegen die Entführer verfolgt. In Paris wollten die Kollegen zugreifen, kamen aber zu spät. Es war bereits eine Schießerei im Gange zwischen den Entführern und algerischen Gangstern. Hans Völker, einer der Entführer, wurde dabei erschossen. Den zweiten Entführer, diesen Gregor Hoppe, hat Grabowski zu Fuß verfolgt. Es gab eine Menge Zeugen, die gesehen haben, dass er dicht an ihm dran war. Und ab da gibt es 2 Versionen. Unsere Version ist, Grabowski hat Hoppe gestellt. Hoppe hat Grabowski Geld gegeben. Grabowski hat Hoppe laufen lassen. Was dafür spricht, Grabowski gab nach der Verfolgung Hoppes eine falsche Täterbeschreibung ab. Man hat ihm noch nie beweisen können, dass er irgendetwas von dem Lösegeld hat. Das stimmt. Die Spur des Lösegeldes verlor sich in Algerien. Die Untersuchung gegen Grabowski wurde später eingestellt. Ich habe es bedauert, dass er von sich aus hingeschmissen hat. Ich habe sogar versucht, ihn zum Bleiben zu überreden. Soviel ich weiß, hat er nach seiner Suspendierung sehr bescheiden gelebt. Das kann man wohl sagen. Danke. Wofür? Ich war nie hier. Liebe Bella, ich habe mich entschieden. Ich tue, was ich tun muss. Ob es mir gelingt, weiß nur der Teufel. Du hast immer an das Gute in mir geglaubt. Dafür danke ich dir. Dein Peter Grabowski. Ich tue, was ich tun muss. Ich habe mich entschieden. Ich tue, was ich tun muss. Herr Hoppe? Sind Sie von der Kripo? Wieso sehe ich so aus? Ihr seht alle gleich aus. Sie wollen auch nicht etwa reinkommen. Och, wäre nett.
Sie sind vorgestern entlassen worden. Ja, und nun krieg ich Pralinen vom Polizeipräsidenten, oder wie? Nein, nein, ich wollte nur mal sehen, wie es Ihnen geht. Ich brauch kein Betreuungsprogramm. Ich schreibe eine Doktorarbeit über Entführungsfälle, über Sie. Da habe ich gedacht, Sie würden mir vielleicht helfen. Auf so eine Idee kann doch nur eine Frau kommen. Das ist das Dümmste, was ich jemals gehört habe, was? Ja. Na gut, Spaß beiseite. Sie kennen Peter Grabowski. Grabowski? Einer von eurem Verein. Er ist tot. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Damals beim Prozess. Hatte so ein grünes Jackett an, sah aus wie ein Arschloch. Er hat immer gesagt, Sie hätten die 16 Millionen Lösegeld. Hör mal zu, Oma, willst du mich vergackeiern? Ich komme aus dem Knast, besorge mir eine Knarre, schieße in den Kopf, nehme die Kohle. Ist das deine Theorie? Vielleicht. Die Theorie, die kannst du an den Arsch schmieren. Warum nicht, wenn es der Wahrheitsfindung dient? Wo waren Sie vorgestern Abend? Zu Hause, hat mich ganz langsam bewegt. Herr Hoppe, ich kann Sie auch mitnehmen und dann reden wir auf meine Art miteinander. Also nochmal. Paris, 16. März 1985. Sie sind mit Ihrem Komplizen Hans Völker losgefahren und wollten das Lösegeld in Dollar tauschen. Da gab es die Schießerei mit den algerischen Gangstern, die anschließend mit dem Geld abgehauen sind. Hans Völker wurde erschossen, Sie wurden verwundet. Ja, hier, hier! Willst du sehen? Meinst du, Hans hat sich zum Spaß erschießen lassen? Ich habe mir das Ding ja selber verpasst, oder wie? Hinsetzen! Sie wurden am 20. März 1985 verhaftet. Es wurden 14.000 Mark von dem Lösegeld bei Ihnen gefunden. Wo haben Sie die Millionen jetzt? Ich habe kein Geld. Wie oft soll ich das noch sagen? Oder soll ich aufschreiben? Ich habe kein Geld. Na gut, gehen wir davon aus, Sie haben Peter Grabowski in Frankreich nicht getroffen. Ja, endlich fällt der Groschen. Plingelingeling. Aber Sie haben ihn vorgestern Nacht getroffen. Nein, verdammt nein und nochmals nein. Ist das so schwer zu begreifen? Und warum hat Grabowski im Prozess ausgesagt, Sie hätten das Geld? Ja, weiß ich doch nicht. Vielleicht wollte er sich rächen oder was? Ich habe ihn ja abgehängt wie ein Schuljungen. Sie verstehen mich doch, oder? Grabowski hat 11 Jahre darunter gelitten, was Sie ihm angetan haben. Er war unschuldig. Er wollte Sie zwingen, endlich die Wahrheit zu sagen. Vielleicht wollte er sogar mit Ihnen zur Polizei gehen. Sie haben sich getroffen. Es hat Streit gegeben. Und Sie haben ihn ermordet. Sie haben das Gedächtnis eines Mannes unterschätzt, den Sie ruiniert haben. Aber ich kannte ihn. Und ich weiß, wie jemand in seiner Lage denkt. Sie sind wirklich durchgedreht. Ist das Ihre Menschenkenntnis? Wie halten Sie es mit der eigentlich aus? Suchen Sie sich lieber eine andere Arbeit. Wir werden den Tatort finden. Wir werden Ihre Spuren finden. Und wir werden uns wiedersehen. Ja, hier, Sie können meine Finger mitnehmen. Können Sie überall Abdrücke machen, wo Sie wollen. Die Frau ist mit dem Sohn bei ihrer Mutter. Ich habe das überprüft. Er lügt. Aber wenn er das Geld wirklich noch haben sollte, hat er ein riesiges Problem. Warum? Das Lösegeld für Friedemann Mommsen bestand aus Tausenden. Während er im Knast saß, wurde das Geld ungültig und aus dem Verkehr gezogen. Außerdem sind die Scheine registriert. Er kann also jetzt nicht einfach auf die Bank gehen und seine alten Lappen gegen gültige neue eintauschen. Das können nur die Mommsens selber, falls das Geld tatsächlich wieder auftaucht. Hoppe würde sofort verhaftet. Er wird es auf dem schwarzen Markt versuchen. Ja. Das heißt, dass wir ihn beobachten müssen. Wie stellst du dir das vor? Rund um die Uhr? Wir haben keine 20 Mann. Nein, wir allein. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Wie gut, dass ich mein Konzert schon abgesagt habe. Ich hätte mich noch mal bei ihm melden müssen. Bei wem, Herr Grabowski? Ich glaube, er hielt mich wirklich für einen Freund. Ich mache die erste Schicht. Thank you.
Hallo, guten Tag. Sind Sie Herr Mommsen? Ja. Tag. Bella Block von der Hamburger Kripo. Moment, ich gehe meine Frau holen. Ihren Namen habe ich nicht verstanden. Bella Block von der Hamburger Kriminalpolizei. Ich möchte mich gerne mit Ihnen über Peter Grabowski unterhalten. Liebling, deine Gartenschere kannst du doch draußen lassen. Hm? Bitte. Ja, wir haben versucht, uns ein wenig abzusichern. Mein Mann hat viel Angst seit der Entführung. Er kann nicht mehr allein sein. Früher hatten wir einen Rottweiler. Angelika mag keine Hunde. Ein Hund macht zu viel Arbeit. Ich wasche mir jetzt die Hände und dann zeige ich Ihnen das Haus. Mein Schatz, Frau Block hat bestimmt nicht so viel Zeit. Wenn ich es aber möchte. Jetzt wird Ihnen gefallen. Das hier muss offen sein. Ich darf nicht alles offen sein. Entschuldigen Sie mich bitte einen Moment. Mein Vater liebt alte Möbel. Streng. Er war immer sehr streng. Als Kind durfte ich nur sonntags hier spielen. Schöne Frau, finden Sie nicht? Ja. Meine Angelika ist auch hübsch. Sie kommen wegen diesem Grabowski. Sie kannten ihn? War ein paar Mal hier. Meine Angelika verliebt. Nicht wirklich. Haben Sie Kinder? Nein. Verstehe. Ich wollte welche haben. Aber Angelika meint, man muss sich entscheiden. Bei allen Dingen im Leben muss man sich entscheiden. Und Kinder kosten Geld. Sie hat schon genug Arbeit. Das Haus, ich. Ich wasche mir jetzt die Hände. Ich wasche mir die Hände. Wo ist mein Buch? Ich hab's in dein Büro gelegt, mein Schatz. Ein schönes Haus. Ja, Sie können sich gar nicht vorstellen, was das alles kostet. Heizung, Reparaturen, Renovierung. Es ist furchtbar. Setzen Sie sich. Danke. Ein bedeutender Mann, Ihr Schwiegervater. Er war es. Er hat Alzheimer. Seit 2 Jahren geht es ihm nicht mehr gut. Frau Block, was wollen Sie von mir wissen? Ehrlich gesagt rede ich nicht gern über die Zeit der Entführung. Unsere Familie hat einen sehr hohen Preis gezahlt. Sie haben Ihr Vermögen verloren. Fast alles. Die Firma meines Schwiegervaters ging in den Konkurs. Das Haus meiner Schwiegermutter und ein bisschen Geld sind geblieben. Sie sind nicht ruiniert. Oh doch. Außer dem Nötigsten ist nichts mehr da. Kaffee? Oh ja, gerne. Sie arbeiten? Ja. Danke. Und Gott sei Dank kann ich dies zu Hause tun. Ich mache Übersetzungen für die EG. Und ich habe Friedemann. Entschuldigen Sie, aber meine Zeit ist etwas knapp. Was möchten Sie fragen? Sie wissen, dass Grabowski tot ist. Ja. Ja, es war zu lesen. Eine schlimme Nachricht. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie sich an diesen Menschen erinnern? Es fiel ihm nicht leicht, sich in dieser Welt zu bewegen. Am 2. Tag dieses Albtraums kam er im Anzug. Nicht ganz das, was man sich vorstellt, aber er hat schnell gelernt. Was genau hat er damals gemacht hier? Alles. Er hat neben meinem Schwiegervater gesessen und die Verhandlungen begleitet. Er hat uns zum Lachen gebracht. Er hat mir Mut zugesprochen und mir gesagt, dass Friedemann zurückkommt. Manchmal hat er auf diesem Sofa hier geschlafen. Er war sich sicher, dass die Polizei das Lösegeld zurückholt. Haben Sie Grabowski gemocht? Er war schon immer ein Mann, der nicht verlieren kann.
Er hat den Fehler gemacht, die Entführer entkommen zu lassen. Aber er hat sie so gehasst, wie ich es tue. Und das hat uns vielleicht verbunden. Ich würde Sie jetzt gern bitten. Ich muss mich um meinen Mann kümmern. Er ist ein wenig wie mein Kind. Weißt du das? Ja, danke. Auf Wiedersehen, Herr Mommsen. Wiedersehen. Gregor, du darfst mich nie anlügen. Wieso anlügen? Ich lüge dich nicht an, okay? Dann sag mir, wo du warst vorgestern Nacht. Du hast dich mit diesem Grabowski getroffen, stimmt's? War er der Mann am Telefon? Herrgott nochmal, er wollte mich unbedingt treffen. Der Mann fantasiert, er glaubt immer noch, ich hab das Geld. Ja, und was habt ihr gemacht? Gemacht. Ich bin weggegangen, ich hab ihn stehen lassen. Gregor, du bedeutest mir mehr als alles andere. Du darfst mich nicht anlügen. Hör zu, ich lieb dich, du bist meine Frau, aber ich muss mich erst dran gewöhnen mit Vertrauen und diesen ganzen... Hier draußen ist alles so anders geworden. Ich hab gedacht, ich komme nach Hause, im Flur riecht's nach Pfannkuchen und die Welt ist prima, aber... Glück fällt ja nicht vom Himmel. Du darfst jetzt den Mut nicht verlieren. Wir haben doch uns, wir schaffen das zusammen. Also ich hab mir gedacht, ich mach mich selbstständig vielleicht. Ich meine, wer gibt mir noch Arbeit? Hier! Komm! Und pass auf! Gregor, Frühsport oder was? Dein Sohn? Was wollt ihr hier? Ey, warum so unfreundlich? Man wird doch alte Kumpels nicht vergessen. Wir wollen dir ein Geschäft vorschlagen. Versteh immer nur Geschäft. Wir waschen deine Kohle. 15%. Ein gutes Angebot. Ist aber ein Griff ins Klo, wa? Sag mal, wer erzählt die Scheiße, dass ich immer noch die Kohle hab? Verarsch uns nicht. Wir warten nicht. Schönen Tag, Jungs. Wer waren das? So beknackte Typen, Vollidioten. Wenn du ein richtig guter Torwart bist, du. War ich auch früher. Wenn du weiter übst, dann wirst du mal Weltmeister. Kannst du heute Nachmittag mitkommen zum Squash? Da bin ich richtig gut. Nee, lass mal. Ich verliere nicht gern. Tag, Chef. Tag, Herr Kuhlmann. Ich vergesse. Kleine Revanche. Oh, wenn ich es nicht sehen würde, würde ich es ja gar nicht glauben. Warten Sie, ich habe auch was für Sie. Ihr Telefon ist doch kaputt. Da ist auch eine Karte drin. Kurzanleitung, ist mein altes. Also wenn ich das jetzt nicht sehen würde, da wüsste ich ja gar nicht, was ich sagen soll. Ne? Sagen Sie doch einfach Pitt zu mir. Ach, übrigens, es tut mir leid, ich habe nicht gewusst, dass Grabowski ein alter Freund von Ihnen war. Haben Sie schon irgendwelche Zeugen gemeldet wegen der Pressemitteilung? Nö, nichts Besonderes. Einer hat ihn vor ein paar Tagen beim Einkaufen im Supermarkt gesehen und eine Wahrsagerin hat uns ihre Hilfe angeboten. Da rührt sich nichts. Kein Schwein interessiert sich für Grabowski. Und was ist mit Grabowskis Auto? Fahndung läuft.
Ich habe ja noch mal über Grabowski nachgedacht. Ich weiß, Sie hören das nicht gerne, aber was ist, wenn an den alten Vorwürfen gegen ihn was dran ist? Vielleicht hat er doch was von der Kohle gehabt. Hoppe wollte das Geld zurück, die beiden streiten sich und Hoppe erschlägt ihn. Sie glauben also auch, dass Grabowski von dem Lösegeld was genommen hat? Ja. Ein Mann in seiner Lage. Sie haben sein Zimmer nicht gesehen? Nein, das hat er gekündigt. Und sein Konto auch. Waren 1300 Mark drauf. Wenn Sie einen Haufen Geld hätten und keiner darf das wissen, was würden Sie da tun? Da würden Sie sich doch irgendwo auf unserer schönen Welt verdünnisieren und Ihre Füße ins Meer baumeln lassen. Nee, ich nicht. Wenn ich weiter als 50 Kilometer von Hamburg weg bin, dann habe ich Heimweh. Ich würde mich gerne mit Ihnen über Ihren Mann unterhalten. Und warum kommen Sie hierher? Na ja, ich dachte, Sie würden das lieber machen, wenn Ihr Mann nicht dabei ist. Ich habe jahrelang Fragen beantwortet. Immer wieder Fragen, Fragen, Fragen. Ich bin es langsam leid. Mein Mann hat seine Strafe bekommen. Irgendwann muss man doch mal die Menschen in Ruhe lassen. Sind deine Eltern zu Hause? Nein. Alles, was ich mir wünsche, ist ein bisschen Frieden für meine Familie. Können Sie das nicht verstehen? Doch, das kann ich sehr gut verstehen. Aber möglicherweise hat der Mordfall, mit dem ich gerade beschäftigt bin, etwas mit der Mommsen-Entführung zu tun. Und mit dem seit damals verschwundenen Lösegeld. Natürlich war mein Mann zu Hause. Es war ja unsere erste Nacht. Was wollen Sie eigentlich alle von ihm? Er hat das Geld nicht. Glauben Sie denn, er hätte es mir nicht gesagt, wenn er es gehabt hätte? Ich habe einen Sohn großgezogen, Frau Block. Und ich habe ihm erzählt, sein Vater hat ein gutes Herz. Und ich weiß, dass es so ist. Wir haben sehr lange auf ihn gewartet. Gisela? Das werden Sie jetzt nicht zerstören. Das werden Sie nicht können. Gisela, dein Sohn ist am Telefon. Da ist irgendwas passiert. Was passiert? Es ist nichts, es geht schon wieder. Was ist denn passiert? Tach, wo ist Papa? Ich weiß nicht. Es waren zwei, die sind hier einfach reingekommen und haben angefangen, alles kaputt zu hauen. Ja, aber wieso denn? Ich meine, warum? Ich weiß es nicht. Die waren einfach da. Die haben ja alles kaputt gemacht. Es ist nicht so schlimm. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Ich bin erst mal froh, dass dir nichts passiert ist. Ich bin okay, Mama. Würden Sie die beiden wiedererkennen, Timo? War der einer von den beiden? Nee.
Was ist denn hier los? Wieso sind Sie schon wieder hier? Timo war allein. Zwei Männer sind gekommen und haben hier alles kaputt gemacht. Welche Männer? Wo ist Timo? Er ist okay. Er ist bei der Polizei. Vielleicht erkennt er die beiden ja wieder. Sie wissen, wer das war. Wieso schnüffeln Sie schon wieder hier rum? Gregor, Frau Block, halt dich raus, du sollst dich raushalten. Offensichtlich gibt es noch ein paar andere Leute, die glauben, dass Sie das Geld haben. Ich würde Ihnen raten, sich möglichst schnell zu überlegen, was Sie tun wollen. Haben Sie nichts Besseres zu tun, als harmlose Leute zu belästigen? Bitte, raus hier! Bitte, ich werde Sie jedenfalls nicht mehr in Ruhe lassen. Und die, die hier waren, ganz sicher auch nicht. Raus jetzt. Sie sollten Ihrer Frau beim Aufräumen helfen. Das wäre mal eine Tat. Raus! Bitte. Wiedersehen. Hallo, Chef. Entschuldigung, Frau Block. Lennart, Sie gehen jetzt sofort darüber und stellen sich direkt vor die Tür. Wer? Ich? Ja, ganz genau. Direkt vor die Tür. Also, warum geht jetzt das Ding nicht? Er hat sich einen Wagen gekauft, der gelbe da hinten. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Ein Wagen? Das wundert mich überhaupt nicht. Sie müssen die Vorwahl immer mitwählen. Was? Hm. Bernstein, hier ist Bella. Ich komme jetzt gleich zurück. Ist der Junge noch da? Hat er irgendjemanden identifiziert? Na gut, dann eben nicht. Ich will, dass Kuhlmann ihn zurückbringt und danach Lennart ablöst. Er soll sich direkt vor der Haustür aufpflanzen, okay? Hoppe soll merken, dass er nicht mehr an uns vorbeikommt. Bis später. Hier, mach mal aus. Das wollen wir ja noch mal sehen, nicht? Früher haben wir ein Stück rohes Fleisch dagegen gedrückt. Mein Opa hat gesagt, wenn es weh tut, dann weißt du, dass du lebst. So. Was nimmst du nur? Du drückst das dagegen. Und? Tut noch schlimm weh? Na, es geht. Hast du gut gemacht. Hätte ich nicht besser gekonnt. Warum war das gut? Ja, ist doch klar. Timo, was ist denn los? Möchtest du nicht aufessen? Ich geh ins Bett, ich mag nicht mehr. Nacht, Mama. Nacht. Schlaf schön. Bestimmt. Nun komm, lass sein, Gieselchen hat auch Zeit bis morgen. Gregor, mach das Licht wieder an. Du hast einen richtig klasse Arsch, weißt du das? Gregor, hast du mir nichts zu sagen? Was denn? Wer sind diese Männer? Was wollen die von dir? Antworte mir! Und warum hast du einfach mein Sparbuch genommen? Lass mich doch mal los! Riech dich denn so auf, kriegst alles wieder, doppelt und dreifach. Gregor, ich habe mir ein Leben aufgebaut. Ich habe unseren Sohn großgezogen und ich habe es alleine geschafft. Und du nimmst einfach mein Sparbuch, kaufst einen Wagen, während hier alles kurz und klein geschlagen wird. Was willst du eigentlich, Gregor? Soll das alles wieder von vorne losgehen? Wenn du dieses verdammte Geld hast, dann bring's zurück. Wir sind gleich wieder da.
kommt er ja wieder. Arschloch. Guten Tag, Herr Mommsen. Setzen Sie sich. Spielen Sie Schach? Sie wissen, warum ich hier bin. Schwarz ist am Zug. Was werden Sie tun? Ich spiele nicht. Ich bin immer noch besser als die anderen. Ich erinnere mich nicht, aber ich gewinne. Sie müssen mir helfen, Mommsen. Sie müssen für mich zur Landeszentralbank gehen und mein Geld umtauschen gegen neue Scheine. Das funktioniert nicht. Sie sind ein schlechter Mensch. Sie sind nicht besser als ich, Mommsen. Wann haben Sie Geburtstag? Ich merke mir die Daten. Ich habe sie in der Hand, Mommsen. Und wenn ich rede, dann gehen Sie in den Knast. Es ist schwer für mich. Ich vergesse die einfachen Dinge. Wenn man zu einer Tür kommt, dann klopft man an, bevor man sie aufmacht. Man tritt ein und sagt guten Tag. Man darf nicht vergessen, guten Tag zu sagen. Sie reden Scheißdreck, Mommsen. Ich habe 11 Jahre gesessen. 11 Jahre, Mommsen. Und nicht nur für die Kohle, Mommsen. Ich habe für Sie gesessen. Ich erinnere mich nicht. Manchmal erinnere ich mich nicht. Sie werden tun, was ich sage. Und hören Sie auf mit dem Theater, Mommsen. Sie erinnern sich genauso gut wie ich. Ich erinnere mich nicht. Ich brauche mein Medikament. Ist Angelika nicht da? Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie werden zu dieser Bank gehen oder ich breche dir mit einer Hand das Genick, Mann. Bitte, ich erinnere mich nicht. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Das kriegen wir schon wieder hin. Und am Wochenende ist ja auch Frau Schwarz wieder da. Danke, Frau. Das mache ich doch gern. Alles in Ordnung? Sie sind runtergefallen, mein Engelchen. War ein Mann bei dir? Er ist ein schlechter Mensch. Was wollte er von dir? Hm? Ich habe die Firma betrogen, Angelika. Ich habe das Geld aus der Firma genommen. Ich weiß. Was wollte er? Ich habe ihm das Geld gegeben. Er hat den Koffer genommen und ist weggegangen. Wir sind quitt. Ich weiß das, Arthur. Das weiß ich doch. Wollte er Geld tauschen, hm? Erinnere dich. Mein Schweizer Konto. Ich Hast du ihm von dem Konto erzählt, Arthur? Du hast ihm doch nicht von dem Konto erzählt. Arthur. Ich erinnere mich nicht. Er hat die Figuren runtergeworfen. Du musst mir die Nummer von dem Konto geben. Du hättest sie mir schon längst geben sollen. Wo ist sie? Ich weiß nicht. Es gibt sie nur einmal. Ja, wo? Sag mir, wo sie ist. Erinnere dich. In meinem Kopf. Ich habe sie in meinem Kopf. Du Idiot. Er hatte alte Scheine. Er wollte zu einer Bank. Ich werde das regeln.
Herr Hoppe? Angelika Mommsen. Sie waren gerade bei meinem Schwiegervater. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Sono qui ad Amburgo. Sì, freddo, fa un freddo cane, orribile. Ma sono molto innamorato però adesso. Per cui sto bene. Das könnte Blut sein. Ah? Und hat noch ein Feuerzeug gefunden. Es lag da unten. Danke. Arschteures Ding. Für meine Tochter, 25.07.84. Ist von Grabowski ist, war es ja wohl kaum seins. Nein. Chef, ich muss Sie das mal so direkt fragen. Was ist für Sie eigentlich so Besonderes an Grabowski? Das kann ich Ihnen genau sagen. Er wurde ungerecht behandelt. Alle Vorwürfe, die man gegen ihn erhoben hat, konnten nie bewiesen werden. Er ist bei der Polizei rausgeflogen und hat keine Chance mehr gekriegt. Verlor nicht nur seinen Job, sondern auch seine Familie. Was würden Sie tun, wenn jemand, den Sie schätzen, in eine solche Lage gerät? Ich würde ihn verteidigen. Und nichts anderes tue ich. Doch, was ist denn? Was ist los? Papa hat mich gefragt, ob ich was für ihn tun kann. Ja, und was war das? Wir haben die Polizei abgehängt. Ja, es war wie im Kino, ey. Was? Ihr beide, was soll das, Timo? Ja, ich habe das Auto gefahren, Papa ist ausgestiegen und mit der U-Bahn weiter. Ja, und wo ist er hin? Haben mir nicht gesagt. Timo, weißt du was? Nein. Aber ich habe gelogen bei der Polizei. Ich habe die Männer wieder erkannt. Du hast die beiden erkannt? Ja, warum hast du denn nichts gesagt? Ich wollte nicht, dass sie ihn wieder mitnehmen. Mama, was sollen wir denn jetzt machen? Wir können doch nicht die Polizei anrufen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt er ja bald.
Ich gehe schon, mein Schatz. Geradeaus durch. Setzen Sie sich. Ich nehme an, unsere Abmachung gilt noch. Wenn Sie für mich zur Landeszentralbank gehen, muss ich eine Sicherheit haben. Ich werde hier bleiben und Ihr Mann wird auch hier bleiben. Mir wäre lieber, Sie wären nicht im Haus. Ich bleibe hier, so und nicht anders. Ich habe nichts zu verlieren, Frau Mommsen. Ihr Mann bleibt hier. Sie beeilen sich. Ich nehme das Geld und bin weg. Die Polizei lassen Sie aus dem Spiel. Und wenn Sie sich da nicht dran halten, dann habe ich nicht nur Ihren Mann, dann habe ich auch eine Menge zu erzählen. Und ziehen Sie sich einen Mantel an. Draußen ist kalt. Gut. Wenn Sie Friedemann nur ein Haar krümmen, bringe ich Sie um. Na dann. Ich werde ihn jetzt holen. Darf ich? Ich hatte sie größer in Erinnerung. Bis gleich. Moment, die müssen offen bleiben. Die müssen immer offen sein. Was soll denn das? Sie riechen ganz anders. So ganz anders als damals. Nicht mehr so scharf. Sie gestatten? Ich brauche Licht. Sie nicht auch? Und? Ist er das? Hättest du uns eine Menge Arbeit ersparen können. Ich hab's doch nur für ihn getan. Jetzt lassen Sie doch den Jungen in Ruhe. Sie müssen Gregor finden. Ich halte es nicht mehr aus. Ja, dann hätten Sie vielleicht ein bisschen früher kommen sollen. Ihm ist was passiert. Ich fühle das ganz genau. Nun beruhigen Sie sich mal, Frau Hoppe. Wir tun schon, was wir können. Wo ist denn Bella? Ich versuch's ja schon. Hier sollte man den Arsch versohlen. Dr. Busse, kennen Sie diesen Mann? Ja. Das ist ein Freund von Herrn Mommsen. Der war das letzte Mal vor 2 Jahren da. Finden Sie nicht, dass ich ein Gedächtnis habe wie ein Elefant? Ja. Kann ich Herrn Mommsen kurz sprechen? Nein, tut mir leid. Herr Mommsen schläft noch. Er hat sich gestern sehr aufgeregt und da geben wir ein Schlafmittel. Das machen wir immer so. Auf eigenen Wunsch? Natürlich. Wissen Sie, Herr Mommsen hat Alzheimer im fortgeschrittenen Stadium. Man kommt vom Duschen und hat vergessen, wie man sich abtrocknet. Wir sorgen für ihn. Und den, kennen Sie den auch? Der war gestern Nachmittag da und hat sich nach dem Gesundheitszustand von Herrn Mommsen erkundigt. Ist sein Neffe. Netter Kerl. Ja, der hat sich schon immer für die Mommsens interessiert. Diese Allee wurde gepflanzt, als mein Vater 10 Jahre alt war. Die Tanne da drüben, die habe ich gepflanzt. Vor 11 Jahren, als ich wieder frei war. Wenn die so groß ist wie die von der Allee,
Da wird mein Vater wahrscheinlich nicht mehr leben. Und wir beide auch nicht. Ich wollte nie wieder was mit Ihnen zu tun haben. Und ich nicht mit Ihnen. Wissen Sie was? Ich habe überhaupt keine Angst mehr vor Ihnen. Das ist schön für Sie. Wollen Sie was trinken? Nein, danke. Ich möchte nur meine Ruhe. Okay. Kommen Sie, ich zeige Ihnen das Haus. Sie bleiben hier. Was ist jetzt? Kommen Sie. Tag. Ich habe noch ein paar kleine Fragen an Sie, okay? Im Moment ist es leider ganz schlecht. Ich muss gleich wieder los. Wir haben ja fast die gleiche Haarfarbe, fällt mir auf. Heute Nachmittag bin ich wieder da. Vielleicht kommen Sie da einfach wieder. Übrigens, ich war im Seniorenheim Ihres Schwiegervaters. Wieso das denn? Das erzähle ich Ihnen gleich. Darf ich? Warten Sie. Können Sie lange suchen. Sowas finden Sie nicht in Europa. Ach, das ist ja jetzt eine Überraschung. Ja, wir haben Besuch. Herr Hoppe ist gekommen, um sich zu entschuldigen. Bei mir hat er sich nicht entschuldigt. Das muss auch nicht sein. Frau Mommsen, ich wollte Sie fragen, ist das Ihr Feuerzeug? Für meine Tochter steht da drauf. Wo haben Sie das denn her? Ist es wieder da? Das ist ein Geschenk meines Vaters zu unserer Hochzeit. Oh, Entschuldigung. Kleinen Moment. Ja, Block? Chef, wo sind Sie? Jetzt schneiden Sie sich mal an. Die Mommsen hat gerade 8 Millionen aus der Lösegeldsumme bei der Landeszentralbank getauscht. Ah ja? Ach, also das ist aber jetzt ein Problem. Ja, ja, das finde ich gut, wenn wir bald darüber sprechen würden, Herr Kohlhaus. Entschuldigung. Sind Sie? Sind Sie bei Mommsens? Mach die Tür zu. Ist Hoppe bei Ihnen? Ja, ja, die sind alle da. Und ich finde es gut, wenn der ganze Verein sich irgendwann bald treffen würde. Scheiße. Wir sind gleich da. Gern geschehen. Wiederhören. Entschuldigung. Andere Baustelle. So, darf ich? Wir haben es übrigens am Tatort gefunden, bei Grabowskis Auto. Das ist ihm geschenkt? Sie müssten es auch kennen, Herr Hoppe. Sie haben sich doch mit Grabowski getroffen. Wollen Sie mich jetzt schon wieder anhängen? Sollen das? Ich gehe jetzt. Und wie stellen Sie sich das vor? 8 Millionen in der Plastiktüte und dann im Bus nach Hause, oder wie? So, jetzt ist Schluss. Lass mich doch hier nicht verarschen. Ich gehe jetzt hier raus und ich nehme mit, was mir gehört. Da wird mich keiner dran hindern. Ab jetzt wird hier gemacht, was ich sag. Los, Pistole raus! Pistole raus! Am Fußboden. Mit dem Fuß rüberschieben. Machen Sie jetzt keinen Fehler, Hoppe. Geben Sie auf. Los, den Wagenschlüssel her. Her mit dem Wagenschlüssel. Ich kann auch anders. Nein, tun Sie ihm nichts, Friedemann. In der Handtasse. In der Handtasse! Ja, los, mach schon, du brauchst eine extra Einladung. Ja, rüber damit! Hoppe, geben Sie auf. Sonst verbringen Sie den Rest Ihres Lebens im Gefängnis. Wollen Sie das? Ich will nur mitnehmen, was mir gehört. Und wenn die Schlampe hier mich nicht reingeritten hätte, dann wäre alles ganz prima gelaufen. Ich habe meine Arbeit gemacht. Sonst gar nichts, dafür will ich mein Geld haben. Das ist mein Geld. Ja, komm, sag der Polizeikuh Bescheid hier! Meinst du, du bringst sie mit und ich halte die Schnauze, oder wie? Was quatschen Sie denn? Hä? Jetzt hast du die Hose voll, wa? Jetzt hast du die Hose voll! Aber die Drecksarbeit von anderen machen lassen. Hä? Euer Grabowski, der wollte auch nur die Kohle.
Ihr wolltet nichts anderes als ich. Ja? Hast du so ein bisschen an den ganzen Kostbarkeiten schnuppern lassen, so ein bisschen lecken lassen. Ja? Muss ihm gut gefallen haben. Herr Mommsen. Bleib stehen, du sollst stehen bleiben, du! Pass mal auf, du hohle Nuss, ich blas dir die Birne auseinander, du verdammt nochmal. Das ist scheiß Falle! Komm rein da, schnell rein da, rein da! Vorhänge zu. Soll die Vorhänge zumachen? Sie bleiben hier. Los, komm immer hier, aber ein bisschen spitzig! Und wir reden noch. Die müssen offen bleiben, die müssen offen bleiben. Nein! Komm, setz dich dahin, du sollst dich dahin setzen! Was ist das? Gib her! Du sollst das hergeben, schneller hier! Gib her! Welcher Saftarsch ist da? Hast du da draußen irgendwas zu melden, du Pfeife? Dann hör zu, ich bin ein paar Minuten draußen. Ich nehme den Kombi von der Mommsen. Und ich will keinen einzigen Bullen sehen. Verstehst du? Keinen einzigen Bullen. Sonst flieg ich Mommsen um. Hast du das verstanden? Dann wiederhol das nochmal. Kannst du deiner Chefin erzählen? Hier. Kuhlmann, tun Sie, was er sagt. Sonst sind wir ja alle tot. Nein, natürlich nicht. Komm, das reicht nicht auf hier! Oder meinst du, lass mich nochmal von dir verarschen? Erzähl ich mal eine schöne Geschichte. Guck mal hier. Hat er da gesessen, hat er da regiert, der alte Knochen, ja? Vor 11 Jahren. Da kam ein feiner Herr zu mir. Hat mir ein schönes Geschäft angeboten. 8 Millionen für mich. Und 8 Millionen für sich selber. Wenn ich seinen dämlichen Sohn entführe. 1 zu 1000 ging dem die Muffe, weil seine Firma fast im Gulli war. Und weißt du, wer das war? Kleinen Tipp kann ich dir geben. Ein Mann mit Geschmack, ein Mann von Welt. Arthur Mommsen. Sie lügen. Das ist doch nicht wahr. Sie wollen Ihren Kopf aus der Schlinge ziehen. Sie sind ganz unten. Abschaum sind Sie. Vorsichtig, ganz vorsichtig, junge Frau. Ist der Ball schön flach. Sie lügen doch. Wo sind die anderen 8 Millionen? Fragen Sie mal Familie Saubermann hier. Sie glauben doch kein einziges Wort. Wir haben Ihnen das Geld abgeholt. Sie wollten es Ihnen bringen. Sie sind nicht zur Polizei gegangen. Haben Sie vielleicht damals die Entführung mit Ihrem Schwiegervater zusammengeplant? Oder haben Sie nur davon gewusst? Aber das ist nicht wahr. Sie lügen doch alle. Was hätte ich denn tun sollen? Zur Polizei gehen, Arthur verraten. Das hätte doch nichts mehr rückgängig gemacht. Glauben Sie, mir ist das leicht gefallen? Sie wissen doch gar nicht, was das heißt, hier jeden Tag für alles zu sorgen, ganz allein. Wir hätten doch alles verloren. Du hast es die ganze Zeit gewusst. Erst danach. Erst als du wieder frei warst. Siehst du, ich wollte auch nur die Kohle. Was war denn jetzt? Komm, Friedemännchen, hau hier eine rein! Das hätte doch nichts mehr geändert. Ich wollte dich doch beschützen. Ich habe ihm vertraut. Ich habe ihn bewundert. Hat er mich so gehasst? Nein, Friedemann. Das hat er nicht. Das hat er nicht. Ja, aber doch, natürlich. Ich war ihm egal. Der hat einfach mein Leben aufs Spiel gesetzt. Ich gehe jetzt. Stehen bleiben! Friedemann! Du sollst stehen bleiben! Nicht schießen! Ein Arschloch weniger. Ich kann ihm etwas leid tun, der Mann. Nämlich Sie eben. Ist vielleicht sogar besser.
nicht schießen! Das ist er nicht. Geh schon ran, verdammt nochmal. Lassen Sie mich mit meinem Mann sprechen. Bitte lassen Sie mich mit ihm sprechen. Komm bitte raus. Sie werden dich töten. Ich liebe dich, Gregor. Du bist da draußen? Ja. Komm raus, bitte. Hast du denen gesagt, dass ich in der Nacht noch mal weg war? Gib auf, Gregor, bitte gib auf. Du hast mich verraten. Sie haben keine Chance, Herr Hoppe. Geben Sie auf. Zurück an die Wand. An die Wand, habe ich gesagt! Tun Sie es nicht, Herr Hoppe. Schnauze! Ich bin ganz unten, ja? Herr Hoppe. Sie sollen die Schnauze halten! Wie ist das, hä? Wie fühlt sich das an? Für dich ist eine Kugel ja zu schade. Die sollte man umlegen wie ein Stück Vieh. Ich bin Gregor Hoppe und du bist ein kleines, beschissenes Stück Dreck. Wenn sie sie töten, dann werden die da draußen das Haus stürmen. Dann kann ich nichts mehr für sie tun. Sie werden sie erschießen. Meinen Sie, ich komme hier noch mal raus? Ja, wir könnten zusammen rausgehen. Wenn Sie mir sagen, was mit Grabowski war, dann werde ich alles für Sie tun, damit Sie einen fairen Prozess bekommen. Mir glaubt doch keiner mehr. Die Großen gewinnen immer. Ich habe Jan Grabowski nicht umgelegt. Er wollte mein Geld. Ich mache die Arbeit und er will mein Geld. Ich bin 2-3 reingehauen, er ist ins Wasser gefallen. Und weggegluckert wie ein Stein. Ich glaube ihm. Herr Hoppe, das ist keine ausweglose Lage. Sie sind kein Mörder. Was machen Sie, wenn Sie hier raus sind? Nach Hause gehen. Vielleicht ein Bad nehmen. Schlafen. Wir gehen zusammen raus. Hey, Timo! Ich bin da! Ich bin schitzwahnsinnig! Komm zurück, verdammte Scheiße! Als ich 7 Jahre alt war, da kam ein Mädchen, so ein kleines Mädchen mit dem Fahrrad, die Straße raufgefahren. Ist hingefallen. Hab mich hingelaufen und hab gesehen, dass sie tot war. Ich habe meine Mutter gerufen. Aber die hat mich nicht gehört. Am nächsten Tag war die Straße genauso schön wie immer. Ein paar Wochen später habe ich das Mädchen wieder gesehen. Die war gar nicht tot. Die hat mich nur erschreckt. Tun Sie es nicht. Ich bin unsichtbar. Ich bin weg. Michel wird Peter 25 ankommen. Ja, MEK rückt jetzt ab und Spurensicherung ist jetzt vor Ort. Ende. Immer noch.
Chef? Hier. Danke, Pete. Ist Ihre Mutter zu Hause? Nein, sie ist bei Oma. Ich hol sie ab. Seine Sachen. Ja, würden Sie sie ihr geben? Es ist alles so ungerecht. Ja. Und das ist jetzt keine leichte Zeit für Sie. Menschen sind zerbrechlich, aber Sie sind noch jung. Sie haben Ihr Leben noch vor sich. Sie dürfen nicht zulassen, dass er Sie zerstört. Ja, ich fahre dann mal. Ich weiß jetzt auch nicht mehr. Aber ich weiß, dass du es schaffen wirst. Da bin ich sicher.